Herzlich willkommen zum Unboxing-Video von Star Wars X-Wing Miniaturenspiel, hergestellt von Fantasy Flight Games und in Deutschland veröffentlicht vom Heidelberger Spieleverlag. Ja, quasi als kleine Verkaufsstrategie, so sehe ich das Ganze, von Fantasy Flight Games anlässlich des neuen Star Wars-Films gibt es eine neue Starterbox. Parallel zu der Starterbox, die es jetzt bisher gab, mit den alten Figuren vom X-Wing T-65 und vom normalen TIE Fighter gibt es jetzt die neue Variante mit dem X-Wing T-70 und mit den neuen TIE Fightern der First Order. Ja, wir schauen uns in diesem ersten Video einmal die Box an, was alles dabei ist, und im zweiten Video, was demnächst folgt, möchte ich euch ganz gerne dann einmal wirklich die Figuren zeigen, also die Miniaturen von dem X-Wing und von den TIE Fightern im Vergleich zu den älteren Modellen. Okay, so sieht die Box aus von vorne. Die drei Flieger sind von unten zu sehen und sind unten zu sehen, nicht von unten. Und die Rückseite verrät etwas über den Inhalt, ganz normal, wie wir es auch kennen. Drei Verteidigungswürfel dabei, Ausweichwürfel, drei Angriffswürfel. Die Manöverräder zum Einstellen, die Flieger auf ihren Bases. Und es sind auch, so wie ich sehe, neue Asteroiden dabei. Von der Form her, ja, sieht so aus. Okay. Machen wir es mal auf. So, ist bei mir heute angekommen. Auch bei der Box zuvor ist hier unten das Fenster wirklich rausgestanzt, sage ich mal so. Kann durchgreifen. Und die Flieger sind in einer separaten Box untergebracht. Da haben wir also die drei Flieger drinne. Jeweils auch wieder mit deren Stäben, die man dann auf die Basis steckt, damit sie wieder ein bisschen höher kommen. Ich nehme jetzt mal beispielhaft mal den X-Wing schon mal raus. Sieht von der Bemalung sehr gut aus. Ja, kann sich wirklich sehen lassen. Auch hier mal keine verzogenen Laserkanonen, so wie bei fast allen meiner X-Wing das Glück hatte, dass sie immer so ein bisschen leicht verzogen sind. Ja, wirklich, da haben die Maler einen guten Job gemacht. Sieht sehr schick aus. Und ein TIE Fighter. Auch hier haben wir ein neues Modell, auch wenn es im ersten Moment nicht so auffällt. Beim nächsten Video können wir das alles ein bisschen besser sehen, wenn die Figuren mal miteinander verglichen werden. Wie gesagt, jetzt ging es nur noch um den Inhalt der Box. Über einen TIE Fighter. Bases. Dann haben wir hier einmal mit ungefähr, was sind das? 1, 2, 3, 4 Pappstücken hier. Ich stelle es mal auf. Die ganzen Marker, die Manöver, Schablonen. Man ja auch schon. Für die verschiedenen Flugmanöver, die leichten Kurven, die geraden Manöver, Fokus, Zahlen, Stress, Zielerfassung, Schilde. Da ist also jetzt auf den ersten Blick nichts Neues dabei, aber es muss eigentlich was Neues dabei sein. Hier unten haben wir noch Ausweichen. Jawohl, natürlich hier, das ist natürlich definitiv neu. Für die Manöverräder. Hier steht dann drauf TIE EO-Jäger. Oh, da muss ich mal gucken, was EO hier im Deutschen dann heißen soll. Erste Ordnung wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt nicht
falsch verstanden habe. Steht das hier drauf? Nee, hier steht es. Doch, da steht. Das ist im Deutschen so, heißt das natürlich dann die erste Ordnung. Ne? First Order. Das macht natürlich Sinn. Okay, haben sie auch wirklich übersetzt. Dementsprechend hier detailliger der ersten Ordnung, der First Order. Und für den X-Wing steht auch X-Flügler drauf. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das beim alten auch drauf stand, X-Flügler. Müsste ich mal nachschauen. Die einzelnen Manöverschablonen und dort sind unter anderem bei dem T-70 jetzt auch, ist das eine neue Manöver mit drauf. Den Namen davon weiß ich jetzt nicht. Das gleiche gilt für den TIE Fighter. Da müsste ich dann gleich in den Regeln nochmal nachschauen. Jawohl, natürlich für die Bases jeweils die Pappelemente, die den Piloten darstellen. Staffelkamerad, das ist wahrscheinlich für irgendeine Mission wieder so ein Element. Okay, das haben wir auch. Und dann haben wir ja, die fehlenden Schablonen für 5. 1, 2, 3, scharfe Kurve. Fokus nochmal, wieder ein paar Nummern für die Flieger. Missionssymbole, das ist auch für Missionen, Schaden, Asteroiden, die neuen. Oh ja, ich glaube, das hier ist der Marker für für die Darstellung der Initiative. Da hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was geändert. Jo, sieht alles aus nach Missionsmarkern, Schilde wieder dabei. Okay, das sind die Pappelemente, die dabei sind. Dann einmal hier ein bisschen Werbung im eigenen Interesse von X-Wing, dem Miniaturenspiel. Nichts, was man nicht schon kennen würde. Und einmal das Missionsheft. Das sind diesmal eine Mission, zwei Missionen. Drei Missionen dabei, die man halt dann mit dieser Grundbox spielen kann. Die Spielregeln. Einmal eine Übersicht. Auch hier wieder, was alles da drin ist, wie man das Ganze zusammenbauen soll. Das kennt man ja alles schon. Und da kann ich gleich mal gucken, wie die neuen Manöver heißen. Das eine Manöver von dem X-Wing heißt... Wo steht's? Eine Talonrolle. Die Choreogranwende, die kennt man ja schon. Einmal fliegen und um 180 Grad drehen. Und neu diese Talonrolle ist, dass man den Flieger dann nach einer Kurve dann um 90 Grad dann nochmal an die Base ranstellen kann. Gibt aber auch dann Stress. Und das Manöver, das bei den TIE Fightern dabei ist, das ist, glaube ich, dann schon eins. Das sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick erstmal nicht. Naja, da kommen wir dann später nochmal zu. Flucht. Nö. Ja, aber vielleicht sehen wir das ja gleich in der. Was jetzt ganz toll ist, finde ich, einmal eine Referenz dabei gelegt, wo die wichtigsten Sachen, was man im Endeffekt hat man das, glaube ich, online bekommen zum Runterladen als PDF, so eine Übersicht über die ganzen Befehle, beziehungsweise wo auch die FAQs, die Fragen mal geklärt wurden. Das ist, glaube ich, jetzt alles hier drin dargestellt. Fassrolle ist erklärt, das Enttarnen, siehe Tarnen auf Seite 17. Es sind einmal die verschiedenen Aufwertungssymbole dargestellt, wie Elite, Astromech, das kennt man ja. Und jetzt neu hinzugekommen ist hier unten dieses kleinere Symbol Technik. Das ist mit den Modellen von den Fliegern aus diesem Set dabei. Okay, Flugrichtung, Primärwaffen. Einfach mal so ein Überblick. Ich gucke nur gerade ganz schnell durch, ob ich jetzt mit der... äh,
mit dem einen Manöver da was anfangen kann. Ach, was ist wahrscheinlich der Senior Looping? Oder siehe Flugrichtung auf Seite 8. Zack, 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 probieren wir mal aus. Die Referenz. Ich habe immer alles über Kopf, das ist ein bisschen blöd. Flugrichtung, Senior Looping. Das Schiff fliegt eine flache Kurve nach links oder nach rechts. Es dreht sich dabei um 225 Grad. Um die neue Flugrichtung zu erhalten, schiebt der Spieler die Manöverschablone in die vorderen Stopper der Schiffsbasis anstatt in die hinteren. Achso, okay. Gut, haben wir das dann auch erklärt. Also, das ist eine ganz tolle Sache als Referenz, was man so dabei hat. Gut, dann, wie gerade schon auch auf der Packung zu sehen, jeweils drei Würfel, einmal drei grüne und einmal drei rote. Ja, damit sollte jeder X-Wing-Spieler schon so eine kleine Sammlung an Würfeln zu Hause haben. Und ganz wichtig, in diesem Deck sind dabei, in diesem Kartenset meine ich, ein neues Schadenskartendeck, worin der Unterschied zum alten Schadensdeck mir noch nicht ganz ersichtlich ist, weil ich mir die Karten so noch nicht genau angeguckt habe. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht für Turniere, welche Sets dort dann erlaubt sind, beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt dieses neue Schadensdeck dann das alte wirklich dann endgültig ablöst. Für ein Zuhause ist das natürlich im Endeffekt vollkommen egal. Okay, das haben wir zum einen, das neue Schadensdeck. Dann hier mit dem neuen Symboltechnik ein paar Ausrüstungskarten. Zielführung ist dabei. Und den kennen wir schon. Protonentorpedos. War, glaube ich, auch in der alten Starterbox mit drin. Ein neuer Druide, R5X3. Noch ein Druide, BB8 oder BB8, wie immer man das aussprechen mag. Sobald du ein grünes Manöver aufdeckst, darfst du als freie Aktion eine Fassrolle ausführen. Ne? Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Zumal es, glaube ich, auch irgendwo in den neuen Sets eine Karte geben soll, die hier Fliegern bei den leichten Kurven die als grünes Manöver hinzugeben soll. Und dann macht der in der Ausrüstung dazu natürlich noch mehr Sinn dann. Okay, und hier haben wir noch eine Karte, die heißt Aufgedreht. Da steht, sobald du angreifst oder verteidigst und wenn du gestresst bist, darfst du ein oder mehrere Fokussymbole neu würfeln. Okay, also natürlich auch nicht verkehrt, ne? Gerade wenn man gestresst ist und keinen Fokus auslegen konnte, kann man quasi hierüber über diese Karte das Ganze so ein bisschen kompensieren. Ich persönlich finde irgendwie, sind diese Elite-Karten alle sehr gut, wobei irgendwie keiner an diese Karte bis an die Grenzen rankommt, wo man ja wirklich dann zwei Manöver machen kann, zwei Aktionen machen kann. Ja, die finde ich dann schon auch stellenweise ziemlich hart, wenn man die entsprechenden Piloten kombiniert. Und ja, die anderen Karten sind zwar alle auch ganz toll, aber wenn man sich irgendwie ein Deck zusammenbaut, irgendwie kommt man auf diese Karte dann doch immer zurück. Ansonsten, wenn man sich nicht selbst irgendwie auferlegt, dass man sagt, ich will die Karte jetzt gar nicht benutzen. Gut, die haben wir auch dabei. Und dann unten sehen wir noch den Entfernungsmessstab. Und hier abschließend in diesem Set die verschiedenen Pilotenkarten. Wir haben einmal den neuen, denke ich mal, Hauptdarsteller im Film Poe Dameron mit seinem höchsten Pilotenwert 8. Es gibt noch Assblau, Pilotenwert 5. Für 27 Punkte, Poe Dameron waren 31 Punkte. Dann haben wir Veteran der roten Staffel, Pilotenwert 4, kosten 26 Punkte. Und Anfängerpilot der blauen Staffel, Pilotenwert 2. Was auffällt ist, dass die neuen X-Wings
alle das Schubsymbol dabei haben. Das macht sie natürlich sehr attraktiv. Und ich meine auch, sie haben ein Schild mehr. Bei den alten war das, glaube ich, 3-2-3-2. Und hier haben wir 3-2-3-3, sodass die leicht erhöhten Punktekosten, ja, also denke ich, mehr als gerechtfertigt sind für diese beiden Aufwertungen, die sie mit sich bringen. Und im Endeffekt können alle von diesen X-Wing auch der diese neuen Karten hinzunehmen, diese Technikerweiterung. Ähnlich sieht es bei den TIE Fightern aus. Auch die sind ein bisschen teurer als die aus der vorigen Spielvariante. Wir haben ja einmal S Omega oder As Omega, Pilotenwert 7, Elite-Aufwertung und auch Technik, kostet 20 Punkte. Und wir sehen hier gleich schon auffallend 2, 3, das kennen wir. Und wir kennen auch die drei Hüllenpunkte beim alten TIE Fighter, aber der hat jetzt ein Schild neu. Und was der auch noch neu mit sich bringt, ist einmal eine Zielerfassung. Ja, also da bin ich auch der Meinung, dass da die Aufwertung, die Punkte auch, denke ich, mehr als gerechtfertigt. Wenn man sie separat dazu kaufen würde, denke ich, würde man, glaube ich, auf ungefähr 7 Punkte kommen, die man dazu ausgeben müsste, wenn es dann überhaupt geht. Okay, dann haben wir hier noch Ast Zeta, Pilotenwert 5, kostet 18. Und wir haben jeweils zwei Karten vom Pilot der Omega-Staffel, Pilotenwert 4, 17 Punkte. Wir haben Pilot der Zeta-Staffel, Pilotenwert 3 mit 16 Punkten und zwei Karten vom Pilot der Epsilon-Staffel, Pilotenwert 1 und kostet 15 Punkte. Im Vergleich zu dem alten TIE Fighter waren das, glaube ich, dann 11 Punkte, also 4 Punkte mehr. Man hat aber ein Schild, der, glaube ich, schon 3 Punkte kosten würde und die Zielerfassung, ja, die, denke ich, auch mit 3 oder 4 Punkten zu Buche schlägt. Ja, wie sich die Flieger im Spiel machen, wird sich dann in der Zukunft zeigen. Ich denke, ich bin ganz zufrieden mit dem, was man sieht insbesondere, und das werden wir im nächsten Video sehen, finde ich die Miniaturen sehr gelungen. Und ja, ansonsten kriegt man in der Grundbox das, was man erwartet. Ne, ich sag mal, nicht großartig was anderes, was man aus der ersten Grundbox schon kannte. Okay, ich sage damit, das soll es für das Unboxing-Video gewesen sein, und wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal wieder rein. Macht's gut. Tschüssi.